Ja, Lukas Waltl, wieder kein schlechtes Spiel abgeliefert, trotzdem keine Punkte. Woran hat es gelegen heute? Ja, woran hat es gelegen? Das ist immer schwierig zu sagen. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Es hast immer gut gespielt, aber leider keine Punkte. Und wir kriegen einfach in den falschen Momenten Tore, kommen auf minus 1 zu, wir kriegen gleich wieder das Gegentor. Wir haben einfach das Spiel gekörnet, was wir letztes Jahr gehabt haben, aber als Aufsteiger ist das erste Jahr immer, da schwimmt man ein bisschen auf der Welle, letztes Jahr. Und heuer ist verflixte zweite Jahr, wie es so schön heißt, und das trifft leider bei uns heuer zu. Ja. Lukas, ihr beobachtet, ich finde, du hast teilweise sehr, sehr gute Aktionen in deinem Spiel. Manchmal gibt es ein paar unglückliche Gegentore. Kann das ein bisschen daran liegen, dass du wenig Spielpause hast, mit dem Ausfall von Lipovac irgendwie zusammenhängt? Oder wie bewertest du deine eigene Leistung in der Saison bis jetzt? Also ich muss sagen, heuer im Gegensatz zum Vorjahr bin ich schon enttäuscht mit meinen Leistungen. So wie du sagst, es sind dann zwar immer gute Aktionen dabei, aber dann geht wieder einer wieder irgendwie rein einfach. Und das ist, glaube ich, auch das, so zieht sich es durch die ganze Mannschaft eigentlich. Es ist jeder von uns okay, einmal einen Schritt zu langsam, einmal unachtsam, gleich, das fängt bei mir hinten an und hört beim letzten vorne auf. Und so kannst du einfach die knappen Spiele gegen so gute Mannschaften einfach nicht gewinnen. Lukas, wie viel, ihr habt jetzt noch drei Spiele, glaube ich, die Saison. Zwei haben wir noch. Oder zwei Spiele, entschuldige. Was sind eure Ziele für die letzten zwei Spiele? Ja, auf jeden Fall 6 Punkte machen. Also wir haben, wie du sagst, jedes Spiel gut gespielt, haben aber leider nie die Punkte mitgenommen, haben gegen Fortuna als einziger bis jetzt ein X geholt, haben gegen Diamant Linz als einziger bis jetzt ein X geholt. Also das müsste uns eigentlich Auftrieb geben. Nur der letzte Punch fehlt einfach und wir wollen auf jeden Fall am Ende der Meisterschaft das beste Steirer dastehen und das Grazer Derby nächste Woche auf jeden Fall gewinnen und dann gegen Käfigklick die Saison gut abschließen. Also Lukas, ich wünsche euch viel Glück auf jeden Fall, dass die Mission aufgeht und ihr das Derby gewinnt und auch dir selber einfach alles Gute für die Leistungen, weil ich glaube, dass du durchaus das Zeug hast, dass du auch für das österreichische Nationalteam im Tor stehen könntest. Ist das irgendetwas, was dich antreibt? Ist das eine Motivation? Ja, natürlich. Ich bin Stammspieler. Futsal habe mich letztes Jahr im Sommer ummelden lassen. Im Hinterkopf ist es nicht, aber natürlich mit solchen Leistungen, wenn immer der ein oder andere unglücklich reingeht, werde ich mich nicht so ins Rampenlicht spielen. Letztes Jahr war es dafür überragend, aber ja, was kommt, kommt. Und wenn der Teamchef die Einberufung schickt, dann fahre ich sicher hin und dann werden wir das mal anschauen, wie das so abläuft. Ja, super, viel Glück dafür und danke fürs Interview. Danke.